Du hast dein ganzes Leben darauf hingearbeitet, an den Punkt zu kommen. Bist jetzt Profi und warum hörst du auf? So. Ich habe mein ganzes Leben hier Eishockey gespielt und wirklich super Zeiten gehabt. Also die nehme ich für immer mit. Die Entscheidung hier aufzuhören bei den Augsburger Panthern mit Profi-Eishockey war natürlich sehr schwer. Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens bisher. Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit hier im Nachwuchs. Das war echt alles perfekt. Bis zu den Profis hin hatte ich echt eine Musterkarriere. Die letzten 3 Jahre war einfach schwierig. Ich habe einfach gemerkt, wie mein Selbstvertrauen immer weniger wurde. Ja, irgendwann war dann der Punkt erreicht, dann, wenn du immer arbeitest und alles gibst und es geht nichts vorwärts, dann denkst du dir schon, okay, macht das jetzt alles noch Sinn, was ich hier mache? Ich habe immer einen Plan für die Zukunft gehabt, wenn ich 35 bin, und da sehe ich mich einfach mit Familie, mit vielleicht einem Haus, das ich abbezahle. Deswegen habe ich mir gesagt, nee, ich möchte den Weg gehen und ich hoffe oder ich denke, dass es für meine Zukunft einfach der richtige Schritt war. Also ich studiere momentan Mittelschullehramt in den Fächern Sport im Hauptfach und dann habe ich noch als Didaktikfächer Mathe, Sozialkunde und Geschichte. Ich bin am Dienstag immer um 7 Uhr hier im Konferenzstadion im Eislaufen. Da gibt es eine ganz einfache Regel, wenn ich im Eislaufen öfter als zweimal nicht da bin, dann darf ich auch die Prüfung nicht mitmachen. Ich hoffe, dass die Kinder Spaß haben werden, wenn ich Unterricht halte und sich freuen und nicht denken, oh, jetzt kommt der Herr Sternheimer schon wieder. Ich habe einen richtig, richtig coolen und netten Sportlehrer gehabt. Also Herr Haberstroh, vielen, vielen Dank und ich nehme Sie mir als Vorbild. Natürlich war es am Anfang so, als ich nach Königsbrunn bin, dass sie gesehen haben, hui, da kommt einer, der DEL gespielt und könnte jetzt eigentlich in die DEL 2 gehen oder in die Oberliga und der kommt jetzt plötzlich in die Bayernliga. Das hat man schon gemerkt dann am Anfang, dass viele großen Respekt hatten, ein bisschen zu viel teilweise, wo ich gesagt habe, Leute, ich will einfach nur ein bisschen Eishockey spielen hier, wie ihr. Ich muss sagen, ich fühle mich pudelwohl in Königsbrunn. Ich habe super Teamkollegen, habe einen super Trainer. Ja, macht unglaublich Spaß, einfach da wieder Gas zu geben und den Sport zu machen, den ich liebe. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir hier 2 bis 3 Workouts die Woche haben oder Busfahrten nach Bremerhaven. Alles regionaler und nicht mehr so zeitaufwendig. So Sachen wie Selbstvertrauen, das ist jetzt wiedergekommen. Also ich mache meine Punkte, ich kann dem Team helfen. Wir haben einen eingeschworenen Haufen. Wir kämpfen bis zum Umfallen und sind bisher auch ziemlich erfolgreich. Und generell die Bayernliga ist viel torgefährlicher als jetzt in der DL. Also es waren viel mehr Tore. Und ich glaube, das ist ja das, was jeder Eishockey-Fan liebt. Einfach, wenn er ins Stadion geht, er sieht Tore, er sieht vielleicht auch mal eine Rauferei. Das gibt es bei uns auch. Viele Panther-Fans sind auch gekommen zu uns in den Spielen. Das war natürlich sehr, sehr schön. Da habe ich mich echt gefreut. Eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, wie hoch ich nochmal Eishockey spielen will in meinem Leben. Dritte Liga auf jeden Fall. Ob ich nach meinem Studium nochmal vielleicht in die DL2 versucht zu kommen, wird man sehen. Die DL ist dann einfach zu weit weg. Also das kann ich ausschließen. Aber das ist voll okay. Also ich wusste, wo ich das Kapitel hier zugemacht habe, dass DL Geschichte ist, und konzentriere mich jetzt auf andere Sachen.